drei Arten von Linien hatten wir uns ja definiert gemeinsam. Und zwar einmal die Strecke, also ein definierter Anfangspunkt, ein definierter Endpunkt. Und der kürzeste Weg von einem Punkt zum anderen muss eine Strecke sein. Das zweite war eine Gerade, im Endeffekt einfach nur eine unendlich lange Linie. Aber auch da brauchst du wieder genau zwei Punkte, damit du weißt, von wo nach wo die Gerade sozusagen geht, also mehr oder weniger welche Rotation sie hat. Und das dritte, und damit wollen wir uns auch heute nochmal beschäftigen in dem Video, sind Strahlen. Weil Strahlen sind ja irgendwie so ein Mischmasch gewesen aus beidem. Es hat auch einen Anfangspunkt, so wie die Strecke, aber geht in die andere Richtung dann über einen anderen Punkt und dann unendlich weit. So wie die Gerade im Endeffekt, also halb zumindest. Ist eine Halbgerade, sagt man glaube ich auch so. Also nochmal kurz wiederholt. Ich nehme noch eine andere Farbe. Ein Strahl hat immer einen Anfangspunkt, den nenne ich jetzt mal X, und noch einen zweiten Punkt, den nenne ich jetzt mal Y. Und dann geht eine gerade Linie von X durch Y und geht dann auf jeden Fall unendlich weit. Okay, das sieht eher nicht wie eine gerade Linie aus. So, ungefähr. Und eigentlich haben wir ja gesagt, dass wir jeder Art von Linie immer den Na oder als Namen immer kleine Buchstaben geben, zum Beispiel jetzt hier ein kleines S für Strahl. Für dieses Video machen wir es mal einmal so, dass ich einen Strahl so schreibe. X, Y und dann mache ich hier, das wäre ja eine Strecke, die Strecke X, Y. Und wenn ich das so mache, heißt das ist ein Strahl, der bei X anfängt und über Y geht. Das macht die Sache gleich ein bisschen leichter, sonst müssten wir jedem einzelnen Strahl noch einen kleinen Buchstaben geben, um wirklich zu zeigen, welchen wir meinen. Also, schauen wir doch mal, was die Aufgabe ist. Finde alle Strahlen in der unten stehenden Figur. Okay, das sollte ja irgendwie machbar sein. Ich würde mal vorschlagen, fangen wir hier oben bei D an. Also, D ist ja nur verbunden mit C und von D nach C kannst du ja hier nicht noch weitergehen. Das heißt, DC ist ja eine abgeschlossene Strecke, also habe ich sogar schon genau das Wort benutzt, DC ist eine Strecke. Also brauchen wir uns nicht aufschreiben, der ist nicht interessant. Dann gehen wir zum nächsten Punkt. Woanders können wir von D aus nicht hingehen. Von C nach D ist auch eine Strecke, weil wir hier oben auch wieder nicht weiter können. Und von C nach B, dann könntest du ja hier noch weitergehen. Dann kommt noch ein Punkt, das ist in Ordnung. Und dann geht es hier aber unendlich weit. Das heißt, wir haben einen Anfangspunkt und wir gehen über einen anderen Punkt, und zwar B, und gehen dann unendlich weit. Das heißt, CB ist definitiv ein Strahl. Damit haben wir den ersten schon gefunden. So, dann kannst du auch noch von C nach G gehen. Also du überläufst B einfach. Ist ja vielleicht ein bisschen traurig, aber da muss er durch. Also von C nach G. Und dann geht es ja hier auch unendlich weit. Das heißt, CG muss auch ein Strahl sein. So, dann schauen wir doch mal von B aus. Guck mal, CB haben wir ja eben rausgefunden, war ein Strahl. Muss dann BC auch immer ein Strahl sein? Gucken wir mal. Von B angefangen nach C. Nee, hier geht es ja nicht weiter. Also ist BC nur eine Strecke. Also, immer ganz wichtig aufgepasst, welcher Buchstabe vorne steht, falls du es auch mal irgendwann so schreiben solltest. Das erste ist immer der Anfangspunkt und beim Strahl ist es echt wichtig, dass nur ein Punkt vorne stehen oder genau dieser eine Punkt vorne stehen darf. Okay, weiter im Text. Von B aus geht es auch noch nach G. Und B nach G ist definitiv wieder ein Strahl, weil es da unten ja weitergeht. Das hatten wir ja schon eben rausgefunden, als wir uns CG angeguckt hatten. So, dann kannst du von B aus ja auch noch nach links gehen. Dann kommt da A. Und A hat hier hinten noch so ein kleines, dieses kleine Fitzelchen hinten dran. Das heißt, BA ist definitiv auch ein Strahl. BA ist auch ein Strahl. So, jetzt kommt eine Trickfrage. Was ist denn mit dem Teil hier, wenn ich von B aus anfange und dann hier in die Richtung weitergehe? Na, das ist kein Strahl. Wir hatten ja eben gesagt, dass ein Strahl, also den hatten wir sogar so definiert, immer aus zwei Punkten besteht. Und wenn ich jetzt hier bei B anfange, dann geht es in die Richtung ja zwar irgendwie weiter, aber es fehlt der zweite Strahl, der genau der zweite Punkt, der uns hilft, den Strahl wirklich eindeutig zu definieren. Also das Fitzelchen hier hinten ist für sich genommen, wenn wir bei B anfangen, auf jeden Fall kein Strahl. So, haben wir die ersten vier schon abgehandelt, kommen noch drei. Ich würde sagen, bleiben wir auf der Linie hier. Gucken wir nochmal von A aus. Wir haben ja eben gesehen, BA war auf jeden Fall ein Strahl, von B nach A, ist von A nach B auch ein Strahl, also A ist der Anfangspunkt, über B
Ja, da hinten geht es ja unendlich weit. Okay, also ist AB. AB auch ein Strahl. Okay, ich überlasse es dir mal drüber nachzudenken. Was sagt dir das, wenn BA ein Strahl ist und AB ist auch ein Strahl? Also wenn du die Buchstaben unter dem Strahl, also unter diesem Strahlzeichen sozusagen, wenn du die drehen kannst. So, von A aus geht es sonst nirgendwo weiterhin. Also haben wir noch zwei Punkte übrig. Fange ich mal bei F an. Von F aus geht es nach E und von E aus geht es unendlich weit nach oben. Also muss FE auch ein Strahl sein. So, und da sind alle Linien, die uns jetzt hier angezeichnet wurden, die F als Anfangspunkt haben. Also bleibt nur noch E übrig. Und von E nach F, das ist wieder kein Strahl, das ist wieder nur eine Strecke. Weil hier unten geht es ja nicht weiter. Das heißt, von E nach F können wir nicht behaupten, dass es ein Strahl wäre, weil wir haben zwar einen Anfangspunkt, aber wenn wir über F gehen, dann geht es dahinter leider nicht weiter. Das heißt, das sind definitiv alle Strahlen, die links in dem Bild eingezeichnet sind. So, warum haben wir das gemacht? Weil in den nächsten Videos kommen Strahlen relativ häufig vor und ich kann mir jetzt schon relativ sicher sein, dass du ziemlich genau weißt und vor allem auch siehst, was so Strahlen in den einzelnen Gebilden sind. Und ich denke, das wird dir auf jeden Fall auch weiterhelfen für die kommenden Videos.